Die Initiative Tempo 30 im Wohnquartier will, dass in allen, allen Quartierstraßen Tempo 30 gilt. Der Gemeinderat soll und darf Ausnahmen bewilligen. Das heisst, dass die Hauptverkehrsachsen weiterhin Tempo 50 bleiben, aber wir in der Wohnquartier vermehrte Verkehrssicherheit haben. Und das ist vor allem für die Kinder und die schwächsten Verkehrsteilnehmer sehr wichtig. Die Verkehrssicherheit führt zu mehr Lebensqualität, was auch sehr wichtig ist für Zuzüger in Pratteln, weil das erhöht die Standortqualität und junge Familien überlegen sich vielleicht nach Pratteln zu ziehen. Stimmt ja am 25. November für mehr Sicherheit, für mehr Ruhe und für mehr Lebensqualität in Pratteln. Tempo 30 nein. Ganz einfach. Die Gemeinde ist dran mit baulichen Massnahmen. Verkehr. Dichte, wie aber auch Geschwindigkeit oben runterzuholen, warten wir ab, wie das ist, wenn es umgesetzt ist. Die ersten Auswirkungen haben wir schon mit den Kernfahrbahnen, Muttenzerstrasse, Obrimattstrasse. Zweitens, die Sicherheit der Fußgänger nimmt nicht zu, die bleibt schlichtweg gleich. Die einzige repräsentative Studie, die es zu diesem Thema gibt, ist aus dem 2001 von der ETH Zürich. Und die zeigt, dort, wo das Risiko abnimmt, ist bei dem Mofa-Fahrer und Autofahrer, Fußgänger, Umfeld, gibt es immer noch gleich viel. Entsprechend pragmatisch bleiben, Ruhe bewahren, schauen, was rauskommt mit den Massnahmen, die man jetzt eingeleitet hat, und dann nochmal entscheiden. Und dann kann der Gemeinderat situativ je Quartier machen, wie es bis üblich bisher schon gemacht hat. Die Initiative ist eine gute Sache. Tempo 30 verbindet Mobilität und erhöht die Sicherheit mit zusätzlichem Gewinn an Lebensqualität. Ich hoffe, dass schlussendlich dann die Vernunft und Sicherheitsüberlegungen gewinnen werden und dass es mir vielleicht heute oben gelückt ist, noch ein oder zwei Personen mehr für die Initiative zu gewinnen. Tempo 30 ist wichtig, dass wir das ablehnen. Wir wollen unser Dorf können gestalten, wie wir es jetzt brauchen, und wir setzen auf die Vernunft der Mitbürger.